Willkommen aus dem Kia Sorento zu einem neuen Tech-Video. Der Kia Sorento im Modelljahr 2021 bietet einiges Neues an Fahrerassistenz. Und zwei Sachen zeigen wir mal explizit. Und zwar einmal den HDA, den Highway Drive Assistenten. Das heißt, das neue teilautomatisierte Fahren im Sorento jetzt. Und wir zeigen, was hier beim Linksabbiegen gleich aufploppt, nämlich diese digitale tote Winkelwarnung. Das heißt, den digitalen Außenspiegel teilweise. Denn das Schöne ist, hier ist die Kombi aus analog im Außenspiegel und Abbiegehilfe ganz gut gelungen. Ich blinke jetzt links, entsprechend wird mir das angezeigt. Wir sehen schon, hier gibt es jetzt nicht viel zu sehen. Wir haben aber auch schon andere Situationen gefilmt. Auto holt, jetzt habe ich in dieser Tube eben das, wenn ich rechts blinken würde, auf der anderen Seite. Die Kamera ist hier unten am Außenspiegel angebracht und wir gucken uns das gleich nochmal in Aktion an, wenn es wieder grün wird. So, ich biege ab und wir sehen ein flüssiges Kamerabild. Wir sehen tatsächlich, was hier im toten Winkel ist und dass da nichts ist, auch wenn es hier nicht kompliziert ist. Und für die ganze Sache ist wichtig zu verstehen, was die Kamera denn genau erfasst. Also, wann sehe ich quasi etwas im Außenspiegel nicht mehr und wann wird es mir in dieser Kamera angezeigt. Das Ganze jetzt nochmal rechts abbiegen. Hier gucke ich natürlich jetzt manuell mit Schulterblick und könnte aber auch nochmal sehen, okay, da war wirklich nichts. Vor allem finde ich es aber hilfreich zum Spurwechsel. Wie gesagt, die Frage ist, gibt es hiermit noch einen toten Winkel? Aus meiner Sicht nicht. Anja hat sich mal auf den Parkplatz gestellt. Ich bin vorwärts und rückwärts gefahren und wir sehen dann quasi, Anja ist jetzt zu sehen, wandert dann in den Außenspiegel und wenn sie nicht mehr im Außenspiegel zu sehen ist, ist sie tatsächlich in dieser Kamera zu sehen, beziehungsweise es ist sogar kurzfristig beides möglich. Also ich hatte mir gedacht, es gäbe vielleicht wirklich noch einen Moment, wo etwas nicht mehr im Außenspiegel ist und dann noch nicht in der Kamera. Das hat Kia aber ausgesprochen gut ausgemerzt. Man sieht hier quasi immer alles. Wir machen das Ganze nochmal. Hier sehe ich, es könnte ja vielleicht zum Beispiel ein Radfahrer im Außenspiegel sein, ist aber keiner. Dann blinke ich. Der Blinker aktiviert die Kamera. Die Rounds per Minute werden mir immer noch angezeigt. Einmal abbiegen. Und hier sehe ich auch nochmal, dass da jetzt nichts ist und nichts war. Ich verlasse mich trotz Technikliebe nicht komplett auf sowas. Also ich habe jetzt trotzdem immer meinen normalen Schulterblick gemacht. Aber es ist trotzdem recht hilfreich, das zu haben. Und es stört auch nicht und es ist gut integriert. Und meiner Meinung nach ist es sogar die bessere Lösung als ein komplett digitaler Außenspiegel, der bei Nacht nämlich dann leider mit der Grafik beim Toyota, wo wir es gezeigt haben, beim Lexus oben rechts verlinkt, versagt hat. Wir können uns auch nochmal anschauen, wie das Ganze bei Dunkelheit aussieht. Ich fahre jetzt hier in diesem Tunnel auf die Autobahn, blinke und sehe auch da, dass das Kamerabild immer noch relativ gut, ganz nett. Hier 84 ist meine Geschwindigkeit, die behält dabei. Wenn mich das Ganze nervt und ich diesen Assistenten gar nicht will, kann ich ihn natürlich permanent deaktivieren. Dann, was sehr gestört hat durchaus und was den Assistenten tatsächlich aus meiner Sicht nutzlos macht, ist Regen. Das heißt, wir haben starken Regen oder auch leichter Regen hat auch schon gereicht. Spiele ich jetzt ein, der Regen läuft dann über die Außenspiegel ab und das Wasser fließt in einem Strom direkt über die Kamera auf beiden Seiten. Das heißt, sobald es regnet, kann ich es auf der Autobahn nicht mehr nutzen als Spurwechselunterstützung. Teil 2, was uns ein Tech-Video wert ist beim neuen Sorento, ist die Fahrerassistenz an sich und da zwar der neue Highway Drive Assist. Es gibt jetzt also einen aktiven Lenkassistenten wie schon vorher, aber es gibt auch noch die drei Buchstaben HDA dazu, die nur dann aufleuchten, wenn ich mich wirklich auf einer Autobahn befinde. Aktuell fahre ich manuell, ich gehe hier auf Mode, das kennen wir alle schon von früher, das aktiviert in dem Fall jetzt alles, das grüne Lenkrad ist schon da und HDA heißt Highway Drive Assist. Ich kann auch Teilautomatik, also noch einfacher mit weniger Funktionen fahren, das heißt Lenkrad aus, dann habe ich nur eine ACC, geht genauso. Ich bin aber jetzt schon viele hundert Kilometer gefahren mit grünem Lenkrad, sehe ich hier, spiele ich auch nochmal ein, wie es am Head-Up-Display aussieht. Ich setze jetzt meine 120 km/h und fahre dann schön teilautomatisiert. Auto ist auch schon aktiviert, das heißt, er hat jetzt auch noch die Geschwindigkeitsübernahme aktiviert. Er wird nämlich auch gleich noch Verkehrsschilder erkennen. So, momentan fahre ich geradeaus. Ich kann die Hände theoretisch jetzt mal wegnehmen zum Test und wir sehen, er hält mich sehr gut in der Spur, auch wenn es nur geradeaus geht. Wenn ich ein bisschen so rüberziehe, drückt er mich wieder angenehm zurück. Wir haben hier also jetzt im Sorento ein wirklich sehr gutes aktives Spurmittenhalten, was funktioniert und was vor allem nervfrei funktioniert. Das heißt, ich kann wirklich mich von ihm in der Spur führen lassen. Ich merke, wenn ich so fahre, so ist es gedacht, mit den Händen leicht am Lenkrad auf der Autobahn, merke ich permanent eine leichte Spurunterstützung. Wenn ich dann blinke, fahre mal rüber, gehe auf 150 km/h, dann geht es auch sehr fix voran. Das Ganze dargestellt natürlich im digitalen Tacho. Hier bin ich jetzt
nochmal in eine andere Ansicht gewechselt, in Fahrerassistenz-View. Alles mit lila Akzenten, die bleiben, aber ich kann die Views dieses Tachos umstellen, wenn mir das nicht gefällt. Das hier ist aber der Classic-View. Aus meiner Sicht der schönste und wirklich super übersichtlich. Wobei ich auch sagen muss, das Head-Up-Display ist wirklich mittlerweile gut gelungen und hilfreich. Da gibt es dann oben rechts verlinkt in Kürze auch noch ein eigenes Video dazu. Wir fahren jetzt mal mit 170 km/h in diese Autobahnkurve, also relativ schnell. Bis 180 kann ich ihn setzen und wir sehen schon, keine Panik, er hält mich in der Spur. Meinen rund 2 Tonnen schweren Sorento ist wirklich kein Problem. Kannte ich so von Kia nicht, ein so tiefgreifendes Spurführen. Das ist jetzt auf jeden Fall neu, wäre mir den Aufpreis auf jeden Fall wert. Wir fahren hier nämlich den 2.2er Diesel in der Platinum und der ist super langstreckentauglich und genau da würde ich mir auch so ein System wünschen. Immer noch, jetzt pendelt er ein bisschen zu weit nach links, aber trotzdem echt super. Tolle Spurassistenz. Wir können auch mal schauen, wie lange er das noch machen würde. Ich habe das Lenkrad jetzt nicht berührt. Wenn wir jetzt auch gleich mit 170 km/h auf den Caddy zufahren, wird er auch entspannt bremsen. Das ist also gar kein Stress. Lenkrad nicht loslassen, sagt er jetzt. Einmal kurz hinfassen, Lenkmoment ausüben und es passt wieder. Jetzt haben wir direkt eine Challenge, 170 km/h. Hier rechts kommt ein Baustellenanhänger, der 120 vorgibt. Mal schauen, ob er dieses Schild jetzt erkennt, bin ich mir nicht ganz sicher. Mit Matrix-Schildern hatte er ein Problem. Nee, passt. 170 nach unten drücke ich und er hat 125 gesetzt. Es ist jetzt Folgendes passiert. Ich habe ihm vorgegeben, er darf Tempolimits übernehmen. Das macht er aber immer nur mit meiner Rückfrage. Dann bekomme ich eben kurz diesen Pfeil angezeigt. Wir zeigen es nochmal. Baustellenanhänger mit 100 km/h. 100 erkannt. Er sagt, bitte einmal nach unten. Und er passt die Geschwindigkeit an. 5 km/h, wie immer bei mir, da ich natürlich 5 km/h Toleranz eingestellt habe. 15 km/h sind maximal drin an Toleranz. Jetzt kommen nochmal 80. Wir können es gerne noch ein drittes Mal zeigen. Also die hat er jetzt gut erkannt, die Matrix-Filter. 80, er sagt wieder nach unten drücken einmal, dann übernimmt er das. Wenn ich es nicht drücke, übernimmt er es nicht. Und diese ganze Automatik, diese Tempo-Limit-Übernahme, die kann ich natürlich einstellen. Also Tempo-Limit-Assistent sage ich ja, alles automatisch machen, mit meiner Zustimmung. Toleranz kann ich hier setzen. 10 km/h sind da maximal möglich. Wenn ich hier jetzt auf mein Auto auffahre, schnell von hinten komme, bremst die ACC wirklich sehr geschmeidig. Da muss ich rüberfahren. Hinten kommt schon wieder Verkehr. Ich muss also schnell beschleunigen. Der fährt mir auch noch rüber. Das geht alles gut. Da wird von Radar und Monokamera alles super erkannt. Es gibt nichts zu meckern. Und wir hatten gerade jetzt einmal eine Fehlbremsung unter rund 1000 Kilometern, wo er ein bisschen übervorsichtig gebremst hat. Das Ganze wird mir auch hier visualisiert. Und genauso angezeigt wird mir der tote Winkel. Wenn wir jetzt mal links schauen, das Symbol ist auch neu im Sorento. Es ist jetzt ein Warndreieck, das dann rot leuchtet, also deutlicher zu erkennen. Die Warnung wird mir auch nochmal angezeigt im Head-Up-Display. Wenn ich jetzt blinken würde, würde er dann auch warnen. Aber in dem Fall ist die Gefahr schon wieder vorbei und ich kann rüberfahren. 130 wurde wieder erkannt, einmal nach unten, er hat es übernommen. Was dann noch ein bisschen stört, die Möglichkeit es zu übernehmen, geht immer nur einige wenige Sekunden. Das heißt, wenn der Pfeil da ist, dann kann er das Tempolimit übernehmen. Wenn ich aber erst nach 10 Sekunden reagieren möchte, dann ist die Möglichkeit wieder weg. Dann muss ich das Tempolimit manuell setzen. Wir können noch mal kurz auch ins Menü schauen. Wir haben also hier einmal auf Home dann die Möglichkeit, aufs Setup zu gehen. Dann das Fahrzeug und dann gibt es da die Fahrerassistenz, zum Glück ganz oben. Hier kann ich alles nochmal einstellen, Tempolimit-Assistent, die Warnlautstärken, Sicherheit vorne, das heißt Doppelassistent beim Parken, wann die Ultraschallsensoren aktiviert werden soll und so weiter und so weiter. Ist bei Kia wirklich alles im Detail einstellbar, das dann da auch für jeden was dabei ist und es keinen nervt. Eine Möglichkeit ist auch noch die automatische Tempoanpassung auf der Autobahn. Wenn man drauf geht, bekommt man dazu immer noch eine schöne Visualisierung und Erklärung. Das heißt, wenn unlimitiert ist, ich setze 180, aber die Kurve ist einfach zu eng, dann würde er auch nicht 180 fahren, sondern die Geschwindigkeit an die Topografie bzw. an die GPS-Daten anpassen. Da wir es gerade hatten, jetzt eben vom Highway Drive Assist und nicht allgemein Drive Assist, ich kann das Ganze jetzt hier nochmal aktivieren. Auf der Landstraße gehen wir mal wie vorgegeben auf 60 km/h. Dann drücke ich mein Lenkrad und auch dann wird gelenkt. Aber soweit ich das jetzt verstanden habe, wird dann nicht so viel Lenkkraft dazugegeben, wie zum Beispiel auf der Autobahn. Hier leichte Kurve mit 60.
kein großes Problem, aber ich habe eben nicht diesen allumfassenden Highway Drive Assist. Aber auch auf Landstraßen kann ich es aktivieren. Auch die Kurve wird jetzt hier noch gelenkt. Lenkrad nicht loslassen steht dran, aber es geht. Er überfährt die weiße Spur so gut wie nicht. Jetzt vielleicht doch ein bisschen. Für sowas ist es natürlich, das weiß ja mittlerweile jeder Motorreport-Zuschauer, für sowas ist es natürlich nicht gedacht. Aber es ist immer schön zu demonstrieren auf so Lernstraßen, wie gut es doch funktionieren könnte und wie gut auch die Spur erkannt wird. Jetzt hier haben wir nochmal geht es leicht nach links und dann hören auch die Spurmarkierungen auf. Können wir mal gucken, was er da macht. Lenkt noch gut. Und jetzt geht es ein bisschen Richtung LKW, ein bisschen gefährlich. Und hier ist es dann eh schwieriger. Schauen wir mal, hier haben wir ein 30 km/h Limit. Das hat er jetzt auch noch erkannt. Also auch hier auf diesen Landsträßchen oder in der Stadt eigentlich macht er seine Aufgaben weiter mit der Tempolimitübernahme. Geht wunderbar. Und natürlich hätte er auch einen Stauassistenten. Das können wir jetzt nicht zeigen, Mangelstau. Aber er könnte auch Staufolge fahren. Dann darf sich am Vordermann orientieren, ist gar kein Problem. So viel mal zu den Assistenzsystemen kurz im neuen Kia Sorento 2021. Aus meiner Sicht top und aus meiner Sicht ist der Sorento sowieso momentan der beste Kia überhaupt. Ich habe noch einen schönen 2,2er Diesel mit über 200 PS Automatik und ich habe auch einfach jede Menge Technik an Bord. Wir hatten hier eine Platinum. Man muss also gucken für den Highway Drive Assist, ob man den einzeln kaufen kann demnächst im Konfigurator oder ob der immer Teil eines Pakets ist. Teil eines Pakets, nämlich der Platinum, ist auch der Remote Parking Assistant. Das heißt, ich kann den Sorento jetzt auch mit dem Schlüssel von außen fernsteuern fahren lassen. Das zeigen wir am Ende verlinkt in einem eigenen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und danke fürs Abonnieren und die Glocke aktivieren, denn es kommt auch noch ein Video zum Head-Up-Display nochmal separat im Sorento.